Hallo meine lieben Patienten da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Two Point Hospital. Wir machen weiter, wir sind immer noch ganz am Anfang und müssen jetzt über die Krankenhausstufe reden. Wenn du das Krankenhaus um neue Zimmer erweiterst und zusätzliches Personal einstellst, erhöht sich die Krankenhausstufe. Ein größeres Krankenhaus zieht mehr Patienten an. Wenn das Krankenhaus stärker ausgelastet ist, kann es zu längeren Warteschlangen kommen. Wir müssen mehr Arztpraxen und andere Zimmer bauen, um mehr Personal einzustellen, um die Belastung durch zusätzliche Patienten zu bewältigen. Achte auf Warteschlangenwarnungen über den Zimmern. Du kannst auch mit der Maus über ein Zimmer fahren, um zu sehen, wie viele Patienten dort warten. Ey, ganz im Ernst, es wäre doch nur authentisch, wenn man da 2 Stunden auf einen kurzen Händedruck, der 2 Minuten dauert, wartet, oder? Also so kenne ich zumindest meine Krankenhäuser. So, warte mal, ich muss jetzt aber, glaube ich, nochmal ein Zimmer bauen. Allgemeine Diagnose. Okay. Müssen wir also nochmal etwas bauen hier. Kann ich das hier einfach hinmachen? Kann ich. Ja, wie praktisch. Kommen wir mal direkt hier so hin. Stop announcement. Oh, cool. So. Und dann machen wir nochmal einen Aktenschrank. Zum Vertrauen von Patienten. Zum Verstauen von Patientenakten und Liebesromanen. Alles klar. Holistic. Ich habe mich schon immer gefragt, was da für ein Klapperadatsch drin sein soll. So, gleich mal Mülleimer beim Rauslaufen, Feuerlöscher unterm Fensterchen und einer grünen Pflanze für die Schönheit bereit. So, ein weiteres Diagnosezimmer wurde hier geschaffen. Wir können jetzt hier, wir wollen ja natürlich noch mehr Bänke hinsetzen. So. So, Eilmeldung. Eine seltsame neue Krankheit ist in der Stadt ausgebrochen. Helles Köpfchen. Was? Wir werden teure neue Ausrüstung brauchen, um damit fertig zu werden. Treibe den Ausbau des Krankenhauses voran, um das Behandlungszimmer freizuschalten. Wir werden vermutlich auch eine neue Arztpraxis und zusätzliches Personal brauchen, um alles im Griff zu behalten. Helles Köpfchen. Also gilt da Intelligenz jetzt endlich als Krankheit. Okay, alles klar. Warte mal, wir können das hier mal angucken. Das ist doch einfach nur eine Zentrifuge. Sag mal, hat das Ding ja gerade eben ernsthaft hier so Kaffeebecher geschleudert? Oh, warte mal. Der hat irgendwie so ein Herzchen. Kann ich den jetzt hier irgendwie anklicken, den Typen? Geheilt! Erfolgschance war 93%. Hey, cool. Wir haben es geschafft, den zu heilen. Das ist doch schön. Was macht eigentlich der Broschürenständer? Er enthält einige nützliche Broschüren über Sehenswürdigkeiten in der Nähe und darüber, wie man am besten am Leben bleibt. So, Tipp Nummer 1. Betreten Sie nicht unser Krankenhaus. Wenn Sie das hier lesen, haben Sie einen essentiellen Fehler gemacht. Oder so in der Art. So, ich brauche hier, so wie es aussieht, tatsächlich auch nochmal jemanden, der da arbeitet. Einstellen. Krankenpfleger. Zoe Binge ist garstig. Ach du Scheiße. Ja, egal, aber sie ist billig. Sehr viel billiger als alles andere, was wir haben. Wir haben gerade eben keinen Arzt, der da drüben jetzt tätig ist, weil der hier Pause macht. Ja, wir haben jetzt hier gerade eben tatsächlich eine ordentliche Schlange. Aber so wie es aussieht, machen wir Kohle. Denn bis jetzt machen wir keinen Minus. Oder wir können ja mal draufbleiben. Also auf jeden Fall ist das Zimmer... Auch die Toilette ist grün wie Hölle. Nur hier ist es uns irgendwie nicht gelungen. Warte mal, kann ich das irgendwie... Wir machen das irgendwo anders hin. Wie will ich das machen? Komm, das machen wir. Hier hin. Und dann will ich da drüben halt doch nochmal eine Pflanze setzen. Hier so. Na also, jetzt ist es auf einmal dann doch sympathisch geworden. Die werden sich halt beschweren, dass es jetzt hier nicht so sympathisch ist, aber das ist ja schnell geändert. Ich nehme so eine Eckpflanze. Ja, viel deckt die nicht ab, aber das ist ja egal. Können wir hier noch eine Pflanze setzen? Auf einmal ist das Ganze jetzt hier grün. Es ist einfach nur grün. Es ist keine Blume, es ist einfach nur so immer dieselbe Pflanze. So dieselbe Pflanze, dieselbe Kunstpflanze. Das ist echt nicht mal eine echte, aber die Leute merken es nicht. Stop,
facilities weil die so krank sind. Ich guck mir das gerade eben mal hier an. We now bring you this segment, Sir Nigel Reviews. Today I take a look at the new fine dining establishment, Le Soufflé Triste. And what a delight for the experienced palate this is. The scrambled emu eggs on pickled toast are particularly good. I give it 4 salt shakers. Sah fast aus wie so ein Tricorder, ne? Boah, die Behandlung kostete $87. Ey, das lohnt sich. Oh, wir können jetzt eine Station bauen. Dient als Diagnose und Heilung diverser Krankheiten wie eine Frühstückspension oder nur ohne Frühstück. Okay. Eine richtige Station können wir machen. Komm, dann ist das jetzt hier der Stationsflügel. Krass, hier Eingang setzen. Was ist denn das da? Aha. Da kommst du also rein und musst dich erstmal quasi der Dame stellen, die dich garantiert höflich empfangen wird. Machen wir hier so voll in die Mitte. Was ist das hier? Da kann man sich umziehen. Für die ganz scheuen Leute. Direkt zum Fenster ausgerichtet. Können wir Bettchen planten? Da ein Bettchen. Drehen, komm. Da ein Bettchen. Jetzt testen wir gleich mal hier die Wegfindung der KI. Nein, Spaß beiseite. So. Oh, irgendwas ist da schiefgegangen mit irgendeinem Patienten, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, da ist jemand gestorben. So, wir machen das jetzt mal so. Hier noch ein Spind irgendwo hin. Wir haben gleich Zeit, um uns um Probleme zu kümmern. Aber erstmal nicht. So, da kommt der Kollege hin. Ach, ein Spind muss ja auch noch hin. Die Leute ihre Sachen verstauen können. Die legen ja Wert auf Besitz. Two-Point Hospital hier, also Merbs Two-Point Hospital. Da sind die Leute. Da verzichtest du einfach quasi mal auf alles, auch auf deinen Lebenswillen. So. Muss reichen. Muss ja auch noch ein Abfalleimer hier irgendwie rein. Den machen wir hier hin. Und ein Feuerlöscher sollte eigentlich auch noch irgendwo hier reinpassen. Gespannt, ob du überhaupt noch laufen kannst, ey. Im schlimmsten Falle muss ich das hier alles nochmal neu bauen. Scheiße. Eine grüne Pflanze. Hier in die Ecke. Und da direkt vors Fenster. Geht wahrscheinlich nicht. Nee, geht nicht. Geht es dahin? Komm, ich mach's mal. Das wird einfach der chaotischste Raum, den wir je gebaut haben werden. Muss reichen. Oh Gott, da sind Geister unterwegs. Was fehlt denn hier noch? Ein kleines Spinn. Ich kann dieses Fenster, dieses Teil hier nicht. Jetzt sind wir noch nicht bereit. Warum? Was fehlt denn für dieses Zimmer? Eventuell habe ich einfach zu viel Scheiß gebaut. Two-Point Radio. Our reporter on the field, Sally Figblanket, has just returned with her camera crew from another field trip. As to what she was reporting on, I cannot say. Nobody tells me anything. Ich muss gerade erstmal rauskriegen, wie man hier dieses Teil hier baut. Also gut, wir machen es jetzt dann doch nicht so chaotisch, wie ich es erst wollte. Obwohl ich es witzig gefunden hätte. So, wir machen das jetzt hier ganz logisch auf. So, hier noch hin. So. Hallo? Wir könnten es auch dahin machen, wenn wir die. Ich glaube, bei uns sterben gerade Menschen. Da müssen wir durch. Die auch. Maintenance announcement. Toilets need routine servicing. Dann drehen wir das Teil tatsächlich hier. So.
Und so, wobei wir töten das halt. Eigentlich finde ich das hier ganz hübsch so. Mülleimer dahin. Jetzt kann ich es machen. Es war also einfach nur zu überfüllt. Okay. Wir werden auch wahrscheinlich... Oh, Stationen. In Stationen können Diagnosen erstellt und verschiedene Krankheiten behandelt werden. Die Aufnahme, Betreuung und Entlassung der Patienten nach erfolgreicher Behandlung erfordert einen Krankenpfleger. Statte eine Station mit mehreren Betten aus, um mehr als einen Patienten gleichzeitig behandeln zu können. Du kannst in den Zimmereinstellungen auch festlegen, wie viele Krankenpfleger hier arbeiten sollen. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn du viele Patienten hast. Also wir werden jetzt hier wieder einen Krankenpfleger brauchen. Dann stellen wir mal jemanden ein. Ellie Quiche. Geborene Mentorin. Hält das Leben für eine romantische Komödie. Das ist schön, ja. Erste Patienten hier drin. Oh Gott. Die Leute hier. Nein, ich wollte das nicht aufheben. Hausmeister, please repair this. Diese Pflanze braucht neue Blätter. Das geht ja mal gar nicht. Die Leute, ich bin ja keine öffentliche Toilette. Die Leute kommen ja nur rein, damit sie hier pieseln können. Habe ich so das Gefühl. Bau dieses Zimmer. Arztpraxen. Ich muss also nochmal eine Arztpraxis bauen. Sonst kommen wir hier, so wie es aussieht, nicht weiter. Warte mal, kann ich dieses Gebäude nochmal überarbeiten? Details. Erstmal bearbeiten. Ja doch, ich kann es bearbeiten. Cool. Dann mache ich nämlich jetzt die Tür woanders hin. Dahin. Und zack. Begründung. Ich möchte die andere Arztpraxis ebenfalls. So. So hin. So hin. So hin bitte. Dann machen wir wie immer noch den Abfalleimer hin. Dass wir dann rein und raus gehen hier dann quasi. Was machen wir? Der Arzt ist doch ausgebildeter Feuerlöscher. Beziehungsweise Feuerwehrmann. Wir machen das und das dahin. Zimmer abbrechen. Willst du dein Zimmer abbrechen? Nein, warum? Warum soll ich das abbrechen wollen? Und fertig. Jetzt brauche ich noch einen zweiten Arzt. Einstellen. Ärzte. Boah, das sind schon taffe Ärzte. Allgemeinmedizin. Verbessert die allgemeinmedizinische Diagnosekompetenz. Krankenhaussterne. Das Gesundheitsministerium von Two Point County ehrt die Errungenschaften aller Krankenhäuser des County. Wenn wir ein Krankenhaus aufbauen, das sich das Problem der Anwohner annimmt, wird dem Krankenhaus offiziell eine Sternewertung verliehen. Also wir sind auch im Grunde ein Hotel. Das bringt uns diverse Vorteile. Jeder Stern bringt eigene Belohnungen mit sich. Außerdem können wir dann weitere Krankenhäuser an anderen Standorten im County etablieren. Baue das Krankenhaus weiter aus, um eine Ein-Sterne-Wertung zu erhalten. Okay, was kann der Typ so? Er ist inspiriert. Inspiriert andere Menschen und ist garstig. Ja, komm, das ist halt so ein Dr. Cox, ne? Der kann ruhig ein bisschen garstig sein. Was ist denn das hier? 6? Was heißt denn das hier? Das heißt, 6 Leute werden hier potenziell behandelt. Boah, 5000! Das ist ja krass, was man hier in Kohle verdient. Ein-Sterne-Krankenhaus. Heile 3 Patienten mit helles Köpfchen. Ach Gott! Maya Almor. Lady, Sie haben da eine Glühbirne auf dem Kopf. Also man kennt ja schon so kranke Fälle von Leuten, die sich so einen Scheiß in den gesteckt haben. Aber das ist noch kranker. Kann ich das irgendwie... Oh, die Entleuchtungsklinik. Ja, mit der Entleuchtungsklinik ist das vielleicht eine Option. Die machen wir es mal hier hin. Direkt hier so. Aha. Man sieht auch, wo man den Zugang machen muss. So direkt vors Fenster, bam. Sehr gut. Machen wir noch den Abfalleimer hin. Die Feuerlöscher hinten in die Ecke. Und hier noch eine Pflanze. Ne, das geht nicht in die Ecke. Aber hier kann man noch eine Pflanze hinsetzen. Und schon ist das ein sympathisches Zimmerchen.
Hat uns 21.000 gekostet. Deluxe-Entleuchter. Das muss nur arbeiten. Arzt benötigt. Da muss ein Arzt arbeiten. Krass. Einstellen. Ärztehilfe. Ich nehme wieder wie immer die billigsten. Garstig inspiriert grüner Daumen. Was, grüner Daumen? Gießt gerne Pflanzen, wenn ihr langweilig ist. Ach, die Cat Phoenix. So, Mrs. Phoenix, das ist ihr Arbeitsplatz. Das ist ziemlich dunkel, weil es ist das Entleuchtungszimmer, logischerweise. Ich glaube, das ist der Gag hinter dem Zimmer. So. Ich hätte auch da tatsächlich den Eingang dahin machen können. Moment. Eat some briny brittle. Ich dachte gerade eben, hier so was passiert. The taste of the sea right in your mouth. So. 24 hours a day. This is Two Point Radio. Machen wir so. Können die Leute, die direkt hier vorne rein und rausgehen? Gefällt mir so besser. Muss ich eigentlich auch noch kommen? Ich mache hier noch eine Bank hin oder sowas in der Art. Eine Bank hin? Nee, da geht's nicht. Nur hier. Und hier kann ich auch eine Bank hin machen. Ich bekomme hier Meldungen ohne Ende. Neue Krankheit, helles Köpfchen entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, helles Köpfchen. Ja, die Leute laufen hier herum. An Erleuchtung leidende Patienten erkennt man vor allem an ihrer Ausstrahlung. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier hinschicken. Entleuchtungsklinik. Yeah. Beförderung. Normal Avocado Hausmeister kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden. Leitender Hausmeister. Die Beförderung von Hausmeister zu leitender Hausmeister gewährt plus einen weiteren Weiterbildungsplatz. 15% Bewegungstempo. Oh, der wird also sportlicher. 10% Upgrade-Kompetenz und plus 20% Instandhaltungskompetenz. Und irgendwann mal ist er so hoch, dass er darf, dass er nur noch 0 hat überall, weil er nur noch rumkommandiert. Das ist dann so der typische Chefposten. Ne? Biete eine Gehaltserhöhung an, um Mitarbeiter zufriedenzustellen. Er ist momentan eher so mittel. Oh. Ich werde jetzt ihn definitiv jetzt hier nicht hofieren. Mal gucken, ob das ihm reicht. Fördern. Neues Gehalt. Ein Tausender mehr im Grunde. Kudos. Durch das Erreichen von Zielen und das Bewältigen von Herausforderungen verdienen unsere Organisation Kudos. Was? Damit können wir Zugang zu neuen Objekten erhalten. Schau dir die Objektliste an. Jedes Objekt mit einem Schloss kann mit K freigeschaltet werden. Und das Beste daran, wir können das Objekt dann in jedem unserer Krankenhäuser kaufen. Oh, setz es überlegt ein. Nochmal eine Beförderung. Zoe Binge, Pflegeschülerin, kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden. Nachwuchsschwester. Die Beförderung von Pflegeschüler zu Nachwuchsschwester gewährt plus ein Leitungsgesetz 10% Bewegungshemmung, 10% Diagnosekompetenz, 10% Behandlungskompetenz. Okay, biete eine Gehaltserhöhung an, nach wie vor. Komm, wir machen. Wir sind so richtig... Boah, die ist aber mit wenig zufrieden. Okay. Ganz vorsichtig. Für gerade einmal $60 mehr im Jahr. Patiententod. Traurige Neuigkeiten. Unsere Patientin ist gestorben. Patienten können sterben, wenn eine Behandlung nicht anschlägt oder wenn sie zu lange warten müssen und sich der Gesundheitszustand verschlechtert. Der Tod eines Patienten ist schlecht für den Ruf des Krankenhauses. Außerdem kann es passieren, dass der Geist des verstorbenen Patienten das Krankenhaus heimsucht. Wenn das passiert, werden wir einen Hausmeister mit einer Geisterjäger-Ausbildung benötigen. Okay. Geister. Wenn ein Patient stirbt, bleibt manchmal ein Teil von ihm zurück. Meistens der Körper, würde ich behaupten, aber so wie es aussieht, auch was anderes. Traurigerweise der furchterregendste Teil. Das kann für jene von uns, die noch an ihrem Leben festhalten, eine ziemlich erschreckende Erfahrung sein. Außerdem sind Gespenster ziemlich schmuddelige Quälgeister. Deswegen sind sie auch Geister. Sie hinterlassen nämlich eine Spur von Ektoplasma. Sie haben außerdem die Angewohnheit, sich aufzulösen und dann anderswo wieder aufzutauchen. Wen rufst du dann? Natürlich einen Hausmeister, nicht Ghostbusters, mit einer Geisterjäger-Ausbildung. Leute, ich hoffe, dass da irgendwann mal so ein Typ auftaucht, mit der heißt irgendwie Peter Venkman oder so. Leute mit dieser Qualifikation sind mit den modernsten autopsychischen Geisterjäger-Technologien vertraut. In Zukunft gelingt es uns vielleicht,
Also sogar geistige Materie für unser Forschungsteam zu gewinnen. Oh. Erst randaliert sie und dann schnüppert sie. Sie ist irgendwie ein bisschen bipolar, oder? Dr. Cat Phoenix ist ein bisschen bipolar. Oh, kommt jetzt hier einer, der... Das möchte ich gesehen haben. Ihr bestimmt auch. Alles klar. Oh mein Gott. Ja, wir sind heutzutage schon weiter, als manch einer meint. Heide 3 passiert mit helles Köpfchen. Sind wir gerade eben dabei. Warte mal, wo war das jetzt hier mit diesem Kudosch? Hier, 80 Kudosch habe ich. Muss ich mal gucken. Ist hier mit irgendwas falsch? Ah! Das kann ich also mit diesem Kudosch freischalten. Bessere Bänke, wie man sieht. Violette Bank, silberne Bank. Da würde man gerne sesshaft eine violette Bank. Die Bank deiner verchromten futuristischen Träume. Energy Drink Automate, Luxus Snack. Eine richtige Mischung. Desinfektionsspender. Klimaanlage. Eine mysteriöse Anlage, die es kalt werden lässt. Muss Magie sein. Ja, ja, sehe ich genauso. Kleine Klimaanlage. Sie ist nicht weiter weg, sondern lediglich kleiner als eine normale Klimaanlage. Trinkbrunnen. Eine etwas widerliche Anlage zur Flüssigkeitsversorgung. Ja, genau, weil wer geht da schon freiwillig hin? Süßigkeitsspender. Oh. If ever you have found yourself at a loss as to the correct usage of the English language, you may enjoy my popular guide to good grammar. Wer weiß schon was, es ist hübsch anzusehen und muss nicht sehr häufig gegossen werden. Poster-Anatomie. Poster-Anatomie des Gehirns. Poster-Sehtest. Heiligsblechle. Also diese Kudosch-Teile können wir verdienen und dann... Also, okay, machen wir jetzt nicht jetzt, aber... So grundsätzlich können wir das. Was ist mit dem Typen? Einige Patienten langweilen sich bald zu Tode. Überlege dir, wie du sie etwas ablenken kannst. Ich habe schon wieder irgendwelche Meldungen. Beförderung. Neville Dusel. Nachwuchsassistent. Kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden. Aha. Bewegungstempo. Marketingkompetenz. Wir haben nicht so viel Geld. Wir müssen hier... Das muss der mit dem Marketing verstehen, dass wir da nicht so viel Geld haben. Beförderung. Ellie Quiche. Pflegeschülerin. Komm, wir befördern die einfach. Dann sind die besser. Also, es ist wie im echten Leben, ne? Pflegerinnen und so werden einfach nur ausgebeutet. Das ist einfach gemein. Oh Mann. Please don't unplug any vital hospital equipment. Was habe ich denn hier noch? Pausenzimmer, Apotheke, Entleuchtungszimmer, Station. Da habe ich jetzt eigentlich gerade eben schon alles. Kann ich jetzt noch irgendwas Sinnvolles machen? Also die Leute langweilen sich angeblich zu Tode. Was bringt denn da was? Vielleicht Zeitschriften? Rosenstrauch. Oh. Ein Skelettmodell. Prost, aber hier. Hier kann man sehen, was in einem so drin steckt, ganz ohne komplizierte Geräte. Erhöht das Krankenhausambiente und das Ausstattungslevel. Aha. Komm, wir gönnen uns das mal. Keine Ahnung, wo kann ich das jetzt hinmachen? Hier. Machen wir mal da so hin. Eigentlich gehört es in so eine Arztpraxis rein, aber jetzt haben wir es halt mal gemacht. Komm, wir machen auch hier. Das ist das Bild vom Arzt so. Ich mache das jetzt halt mal in diese Behandlungsräume rein. Also man muss nicht davor stehen können. Also ich habe die Kudosch jetzt schon verbraucht. Ich muss noch einen Patienten mit helles Köpfchen heilen. Dann kommen wir weiter. Der wird gerade eben hier behandelt. Bekommt gerade seinen Kopf geliefert. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist.
Oh, geschätzter Krankenhausleiter, ein Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch, dein Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two-Point mit einem Stern, also einem maximal von 3 Sternen bewertet. Ich habe zur Feier des Tages deine Akte aus meinem Mülleimer gerettet. Baue dein Unternehmen im Hogsport weiter aus, um hier noch mehr Ruhmreichtum und Schnickschnack zu ernten. Wenn du es eilig mit der Expansion hast, kannst du auch ein neues Krankenhaus im Lower Bullocks eröffnen. Du hast ganz allein die Wahl. Mit wohlriechenden Grüßen, Tarquin Foxbridge, Gesundheitsminister. Hoho, Bonus 10.000, 100 Kudos bekommen. Das muss irgendwie so eine illegale Währung sein. Freigeschaltete Lower Bullocks und Postererleuchtung. Cool. So, meine lieben Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, an der Stelle hatten wir mal die Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Denkt dran, wenn ihr euch das Spiel holen wollt, seit gestern, dem 30.08. ist es auf Steam draußen. Ihr könnt es euch auf Steam holen, wenn ihr wollt. Und wenn es euch ohnehin holen wollt, könnt ihr euch auch überlegen, euch es auf GamesPlanet über meinen Shop-Link da unten in der Beschreibung zu kaufen. Damit unterstützt ihr mich auch noch und diesen Kanal. In dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bleibt gesund. Macht's gut. Tschüssi.